Alter, was geht ab, Leute, hier? Es ist Montag. Event ist zu Ende oder geht heute zu Ende. Aber für mich war es das auf jeden Fall. Ich habe alles gemacht, alles geschafft, was ich machen wollte. War echt anstrengend die letzten 2 Wochen, wo das Event lief. Und vor allem das Wochenende jetzt. Aber war cool, eine Menge Leute kennengelernt, eine Menge Sachen gemacht. Viel gefarmt. Also war recht lustig, recht erfolgreich. Parsing die ganze Zeit durchgebrannt, glaube ich, seit dem einen Wochenende, wo das Event gestartet ist. Seitdem waren, glaube ich, die Module echt dauernd an. Selbst 2, 3, 4 Uhr nachts waren die an. Also echt krass. Ich denke mal, das wird aber nicht so bleiben. Das war, glaube ich, echt eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel, dass halt Ferien waren, das Event lief mit den Kangama und Incognito. Also da waren auch sehr, sehr viele von außerhalb. Ich glaube, es war eh ständig mehr Ausländer, nicht Ausländer, aber mehr Fremde als Münchner. Also ich habe da kaum irgendwelche Münchner gesehen, also die, zumindest welche, die ich kannte. Und natürlich, dass jeder Übermengen an Modulen hat von den ganzen Boxen. Ich glaube, die drei Faktoren haben dazu geführt, dass jetzt in den letzten 2 Wochen Parsing immer geleuchtet hat und das da krass abging. Aber ich denke mal, jetzt ist halt normal wieder Werktag. Okay, Ferien laufen noch, aber ich denke mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Donnerstag, Mittag einfach so vorbeischaue, denke ich nicht, dass alle Module an sind. Aber mal schauen. Vielleicht sind sie an. Aber momentan brauche ich das nicht. Ich habe die 40 geknackt. Ich habe die 40 Millionen geknackt. Das war mein Ziel. Demnächst eh ein extra Video dazu. Schlechtes Timing, weil vor kurzem, vor ein paar Tagen, also vorgestern, kam das Video raus, wo wir die ganzen Statistiken und Medaillen verglichen haben. Spontanes Video mit den ganzen 40ern und eigentlich war geplant, dass wenn ich 40 erreiche, also zweimal Level 40, Gesamt 40 Millionen EP, dann euch die ganzen Statistiken, Medaillen zeige. Aber die habe ich ja jetzt gerade erst gezeigt. Also muss ich mir was anderes dazu überlegen. Aber wie gesagt, dazu im Verlauf der Woche mal was. Und ansonsten 100% Incognito. Check, das habe ich erreicht als Ziel. 100% Kangama, leider nicht. Für alle, die mich kennen oder mich getroffen haben und immer danach gefragt haben. Also, der kam am ersten Wochenende, kam der ein paar Mal, Samstag, Sonntag. Der erste kam Samstagnacht, glaube ich. 10 Minuten oder so. Eine hat es erwischt, Birgit natürlich. Und dann kam eins noch für unter einer Minute, also den hat niemand erwischt. Und dann kam eins für 20 Minuten, da war irgendwo in Schwabing. Und ich wurde da in Pasing abgesetzt, weil ich mich mit Julian treffen wollte an dem Sonntag. Und ein paar Minuten später ist er reingekommen. Die mich abgesetzt haben, haben es noch erwischt. Bei einem ist abgehauen, echt leidend. Und das war das letzte 100%, das überhaupt kam. Echt leidend. Keine Chance überhaupt gehabt, eins zu bekommen danach. Heute Morgen irgendwann um 5, 6 kam noch ein 98er rein, aber da war schon vorbei. Da habe ich geschlafen, keinen Bock mehr gehabt. Dementsprechend, mein Bestes ist 96, davon habe ich sogar 3. Und ja, zeige ich euch mal die ganzen Inkognitos, die ich gefangen habe. Da werde ich sehr oft danach gefragt, wie viele ich gefangen habe. Und die ganzen Kagamas. Und dann werde ich, glaube ich, einen 96er Kagama maxen, weil das mein Bestes ist. Und allgemein über das Event ein bisschen noch reden. So, erstmal die Kagama. 337 gefangen. Ne, gesehen meine ich, sorry. Und 230 gefangen. Wobei man halt echt sagen muss, von denen sind, glaube ich, 5 geflohen, normal. Und der Rest wurde mit dem hier weggeklickert. Also, es kamen so viele, da konnte man gar nicht drauf achten. Und dann sind die einfach geflohen, weil immer drauf geklickt wurde. Bonbons zeige ich euch gleich. Und jetzt erstmal die Kognito. Hier. Incognito. Ich habe 10 verschiedene. 7 hatte ich bereits. 3 neue sind dazugekommen. 285 gesehen. 1,91 gefangen. Davon 200%. Einen habt ihr im Video gesehen. Und einen auf Scanner-Tour. Durch dieses krasse Scanner-Event gestern. Oder vorgestern. Wie man es nimmt.
Kam auch noch ein paar andere 100er, die habe ich mir jetzt nicht gegönnt. Eigentlich reicht mir einer, aber wäre cool gewesen, alle Buchstaben in 100 zu bekommen, aber man muss nicht gierig sein. So. Gehen wir mal auf die Cognitos. So, hier könnt ihr sehen, 200er. Den einen, den ich auf Max gepusht habe. Und ich habe Bonbons, 726. Also schreibt unten in die Kommentare, wie viele Incognitos ihr gesehen habt und wie viele Bonbons ihr habt. Am Anfang viele mit Sanana gefangen, aber danach eigentlich sinnlos. Ich habe gehört, in Oberhausen ging es richtig krass ab, auch jetzt am Wochenende. Also bei uns in Pasing ist es echt, hat es echt linear abgenommen. Also am Anfang war richtig viel und dann wurde es mit der Zeit immer weniger und weniger und gestern kam halt kaum noch was. Ich kenne einen, der ist gestern zum ersten Mal da gewesen. Er hat es nicht mehr geschafft, alle Buchstaben zu bekommen. Also zumindest nicht in Parsing. Vielleicht ist er danach noch scannen gegangen, aber die wurden echt mit der Zeit immer, immer weniger. Und schreibt auch rein, ob ihr alle Buchstaben bekommen habt, unten in die Kommentare. Ups, das waren die Incognitos. Jetzt kommen die Kangama. Die nicht Kangama auf Englisch heißen. So, Genghis Khan. Ich habe hier noch zwei, die sind relativ gut, aber auf jeden Fall unter 96. Ich habe hier den, der hat die beste Bewertung und Attack und Defense auf 13 oder 14. Und dann habe ich den hier mit beste Bewertung und Attack auf 15. Na, er könnte Attack 15 haben und Defense und HP auf 14. Ah, das wären auch, das wäre 96 auch, oder? Ja. Naja. Und dann habe ich hier drei 96er. Der hier der Beste und Kangama kann echt verrückt attacken, der kann Mud Slap Outrage oder Drank Tail, was war das? Ja, Outrage. Mhm. 1453 Bonbons, also mein Ziel von über 1000 locker erreicht und auf geht's. Fast fertig. Also pushen dauert echt viel zu lang. Niantic muss da echt irgendwann mal was einführen. Problem ist halt, wenn die das einführen, dann wird pushen weniger leiden, weil es einfach sehr schnell geht. So, jetzt ist halt jeder Push richtig leidend und da überlegt man sich genauer, was man pusht. Aber wenn es schnell und automatisch geht, dann ist es recht schmerzlos und da kann man pushen, was man will. Aber das war's, 96 auf Max. 2, 4, 17. Ah, paar Bonbons verbraucht, bisschen Staub, aber halb so wild. Das war das Kangama, Incognito. Und so, abschließende Worte. Was war das andere? Ah ja, die Scanner-Tour, die Klasse. Mehr dazu auch im Verlauf der Woche. Kleiner Rückblick, kleine Analyse zu dem Event und wie krass das war oder wie nicht krass. Aber ansonsten, die zwei Wochen, die waren echt krass. Hat mich gefreut, so viele Leute zu sehen. Ihr habt es gesehen beim Lugia Raid. Es waren so viele Leute am Start. Also Pokémon Go geht immer noch krass ab. Und es kamen so viele Zuschauer auf mich zu. Hat mich echt sehr gefreut. Und echt eine Menge Leute von außerhalb. Also Respekt an alle, die echt eine Meile geschoben haben, um herzukommen. Das nennt man Dedication. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, sorry. Waren echt zwei coole Wochen. Hat mir echt Spaß gemacht. War sogar ein bisschen zu viel Pokémon, sogar für mich. Am letzten Tag hat sogar der Manager von Parsinger Karten mich angesprochen. So endlich mal nach zwei Wochen. Dachte sich wahrscheinlich, was ist das für ein Penner? Tag und Nacht ist er vor meiner Karten. Aber echt cool, also das war echt so ein Wow-Moment für mich, dass der Typ mich angesprochen hat. Also wirklich serious business langsam. Und die Livestreams aus dem Parsinger Karten war auch top. Also
Da wird auf jeden Fall einiges noch kommen. Aber jetzt erstmal zurück in den Alltag und mal schauen, was die Woche für Videos kommen. Aber das war's. Ich kann echt nur sagen, das waren zwei richtig coole Wochen. Coole Leute getroffen, gut gespielt, hat echt Spaß gemacht. Kangamas, Inkognitos, 40 Millionen, was will man mehr? Jetzt erstmal Pause, zurück in den Alltag. Mal schauen, was so die nächsten paar Tage geht, die nächsten paar Wochen. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Und Twitter, seit neuestem. Dann schreibt rein, wie viele Kangamas ihr gefangen habt, wie viele Inkognitos habt ihr alle Buchstaben, wie fandet ihr das Event, wo seid ihr hingegangen, Oberhausen, Amsterdam, Wien, Zürich, was weiß ich, München oder die ganzen anderen deutschen Städte, die ich nicht kenne. Auf jeden Fall schreibt das alles unten in die Kommentare, wie euch das Event gefallen hat und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.